Hallo und herzlich willkommen auf Schwubbelbub Tribum, dem freundlich-fröhlichen Todesplaneten, und das ist No Man's Sky. Wir survivalen. Und wir survivalen uns zurück zu unserem Raumschiff, um das Ding zu reparieren, um hier irgendwie wegzukommen. Ich will hier weg. Geht gar nicht. Vermutlich starten wir dann, stürzen ab, oder aber, ich meine, wir sind ja schon mal abgestürzt, aber stürzen dann nochmal ab und werden oben im Weltenraum von Piraten abgeschossen. Vermutlich. Ich gehe mal davon aus. Und da brauchen wir noch genug Treibstoff und ja, ist irgendwie alles irgendwie sehr merkwürdig und kompliziert. So, ist jetzt wieder aufgeladen hier mein Strahlenanzug-Dingsbums. Okay. Dann mal los. Aber wir latschen natürlich von Höhle zu Höhle. Oh, cool. Nicht cool. Plutonium und hier? Nichts. Danke für nichts. Und auch hier danke für nichts. Was ist das da? Nickel. Ah, Nickelback. Das ist unser Raumschiff. Okay, das war zu erwarten, dass sie niedrig ist. Wir gehen aber durch die Höhle. Wir müssen auch unbedingt speichern. Och nö, ne? Wir können hier nicht durch. Ja, gut, kann ich den Nickel wenigstens loswerden. Erfreulicherweise ist das Spiel recht stabil. Was bedeutet, dass das lange Nicht-Speichern nicht dazu führt, dass ich den Controller in die Ecke schmeiße. Ah, da ist eine bessere Höhle, glaube ich. Ja, in letzter Zeit muss ich mal über das Spiel, das Solus-Projekt, nachdenken und habe irgendwie so den Wunsch, dass es da weitergeht. Es hat mir doch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich latsche jetzt hier nicht umsonst lang. Okay, so halbwegs umsonst, weil wir müssen irgendwie nach da oben kommen. So, Lebenserhaltung ist auch sehr niedrig. Haben wir noch Thamium? Shit, Thamium ist alle. Dann bleibt uns nur noch der Energiekanister. Oder wir finden hier Thamium. PT ist da. Und auch Plutonium. Nee, PT. Ja, PT. Platin. Platin für PT. Platin, Platin. Wow. Die Planeten sehen auch cool aus. Das ist der Goldbrocken. Den kennen wir ja schon. Das Goldröckchen, Bröckchen. Okay, kurz orientieren. Was war das da? Okay, nichts Wichtiges. Wo ist die nächste Höhle? Tja, Freunde. Mein Giftschutz ist gleich platt. Da ist eine Höhle, oder? Durch den Sumpf. Durch den Monsun. Mm-mm-mm.
Schatz. Nimm mit an. Ist das ein Eisenpilz oder was? Och ne, eine Fake-Höhle? Ach ne, die Höhle ist das. Ah, verstehe. Ist das Tat, dass Tamium sich da wieder regeneriert? Nee. Will er da? Ein Wächter. Ja, und sonst so. Was ist das denn? Gibt es eigentlich noch Leute, die auf diese klassischen Let's Plays stehen? Oder ist es wieder out? Ist doch bestimmt wieder out, oder? So anderen beim Zocken zu sehen. Geht, glaube ich, mehr um diese, weiß ich nicht, ich habe mir ein DLC runtergeladen und kritisiere das jetzt, oder Spiele-Reviews. Ich glaube, das ist schon eher so das Ding, oder? Oder auch sehr witzig, dieses anderen Leuten beim Essen zuschauen. Ist jetzt nicht so meins, aber wer da Bock drauf hat, kennen wir schon. Was wir noch nicht kennen. Wir alles mal noch hochladen, das gibt dann Kohle. Phallosius. Der Phallus unter den Steinen. Na los. Keine Zeit hier. Wo ist das Schiff? Da. Sollten wir nicht den Fokus verlieren. Ein Tamium. Oh, hier. Ganz viele Aliens. Geh weg. Wird euch nichts zu tun haben. Da hinten ist eine Höhle. Mal gucken, was wir bis da hinten schaffen. Können wir hier noch einen Zwischenstopp einlegen? Ich glaube, wir können einen Zwischenstopp einlegen und dann nehmen wir das Plutonium mit. Hört sich nach einem Wächter an. Dem möchte ich nicht unbedingt begegnen. Hallo? Giftschutz stabilisiert sich. Na danke. Ah, 2 Minuten 49. Da ist die nächste Höhle, in die wir uns verkriechen. Da hängt schon wieder was in der Luft. Okay,
Okay, können wir aber nicht abbauen. PT. PT. Aber sonst nichts. Okay. Hier noch was? Ringelblume? Sprinebit. Ah, Sprinebit. So, brauche ich denn eigentlich Kohlenstoff? Naja. Kann man nicht schaden, ne? Ich möchte eigentlich weitergehen. Ich möchte hier nicht rumchillen. Haben wir so einen Wächter eigentlich schon untersucht? Geht das nicht? Schade. Ich werde es mal unterlassen, den anzugreifen. So aus Gründen. Ja, egal, gehen wir los. Irgendwann werden wir es bestimmt brauchen. Nehmen wir es halt jetzt mit. Plutonium ist da auch noch. CH, da ist Tamium. Aber CH, was war CH? Achso, okay. Vielleicht kommen wir ja durch die Höhle dahin. Das wäre optimal. Ein süßer Riesenpilz mit Tentakeln. Ah, nee, da will ich nicht lang. Der tut mir wieder weh. Auf jeden Fall ein großes Höhlensystem hier. Ja. Tamium irgendwo. OPT. Giftschutz stabilisiert sich. Ist das da? Giftschutz stabilisiert sich. Achso, bin ich hier am Rand, wo es... Ups. Am Rand, wo es zwischen giftig und nicht giftig. So, während er sich jetzt vermutlich, wie weit ist es noch? 48 Sekunden, das letzte Mal auflädt. Was können wir tun? Eisen rüberschmeißen. Platin haben wir auch schon da. Jo. Was mit Nickel?
Nickel können wir wegschmeißen, oder? Aber auf jeden Fall können wir mal ein paar Tierchen noch benennen. Die sehen alle aus wie ein Penis. Schawanzu Longonius. Das ist Zitterinchen. Das ist ein Pilz. Ein, oh, warte mal, Moment, ein König. Königpilz. Was zur Hölle ist das? Was zur... Na, da kann man das auch so machen. Was zur Hölle ist das? Das ist eine Mupfel. 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 So. Was haben wir hier? Sieht aus wie einfach nur ein Stück Gras. Grasinius. Schreibt schon was. Also, puh, die langen straußenähnlichen Gliedmaßen. Strauß. Was haben wir hier? Oh, die sieht ja eigentlich ganz flauschig aus. Das ist ein Flauschi. So. Bisschen Kohle gesammelt, aber ja, warum ist das Ding denn da noch nicht höher? Ich will jetzt endlich zu meinem Raumschiff zurück. Kann ich Lebenserhaltung überhaupt noch mal aufladen? Ja gut, Energiekanne ist da, ne? 43% könnte trotzdem reichen. Im Raumschiff habe ich auch noch ein bisschen Tamium. Sit and wait. Bei 18,9 Tox und minus 10,6 Grad und 1,2 Rad für die Strahlung. Super. Zum Reparieren Back drücken und dann A gedrückt halten. Hä? Was heißt ein Back? Egal. Oh, ich glaube, wir sind wirklich jetzt da. Fliege ich doch mal da hoch. Schaffen wir das? Oh mein Gott, wir können speichern. Wir haben es tatsächlich geschafft. Unfassbar. Gott sei Dank. Zack, Wiederherstellungspunkt gespeichert. Wunderbar. Und wie lange haben wir denn jetzt gespielt? 19 Minuten. Oh, wo ist denn das Spiel hin? Da ist das Spiel. 19 Minuten haben wir gezockt. Da können wir nochmal eben reparieren. Andere Taste, natürlich andere Taste. Aufladen mit Eisen? Ich meine, gut, hier gibt es genug Eisen. Und das braucht Plutonium, ne? Alles klar. So, das heißt, wir werden jetzt Folgendes hier verschieben. Plutonium, ganz klar. Und im Anzug brauchen wir das da plus das da. Das brauchen wir nicht im Raumschiff, ne?
Ach, das will ich hier auch nicht haben. Kohlenstoff, okay. So, dann können wir in der nächsten Folge mal durchstarten und gucken, was abgeht. Vielleicht auch zu einer Station fliegen und das hier loswerden. Ein bisschen was verkaufen. Ist ja ein süßes Schiffchen. Ja, also. Ja. Gut, wir sind wohlbehalten angekommen. Wir speichern trotzdem nochmal eben einmal. Und wieder zurück. Wieso steht hier noch Startschubdüsen auftanken? Die sind doch aufgetankt. Haben wir jetzt alles hier abgeschlossen? Ja, ich glaube schon. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben tatsächlich überlebt und können von diesem Planeten abhauen. Ah, da freue ich mich doch. Ja, jetzt hat er es tatsächlich auch... Oh! Und wieder ein Meilenstein. Was denn nu? Aha. Gut, wir lauschen dem Prasseln des Regens, des toxischen Regens auf unserem Raumschiff. Und ich verabschiede mich und wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao!